Hallo ihr Lieben, ich bin auf dem Untersberg. Ja, also das ist so klasse und ich freue mich so sehr, weil ich werde jetzt ein Channeling hier oben machen und mich mit der Erdenergie verbinden und alle, die ihr das anschaut, ihr dürft teilnehmen und ich freue mich so. Okay, ich stimme mich kurz ein und dann geht's los. Ich bin Sanat Kumara und begrüße einen jeden Einzelnen in der tiefsten Liebe, in der tiefsten Achtsamkeit, mit den himmlischen Worten von Omartassat, mit großer Freude überbringe ich dir meine Botschaft heute. Und mit großer Freude lade ich dich ein, einzutauchen von diesem wundervollen Ort in die Linien des Erdgitternetzes, um dort mit mir zusammen die Liebe zu fühlen und die Liebe auszudehnen. Und wenn du dies möchtest, mein allerliebster Mensch, dann öffne dein Herz. Und öffne all deine Sinne, denn hier, von hier aus, werden wir reisen in das Innerste, unter den Untersberg, denn dort erwarten dich die Wesen, welche am Erdgitternetz arbeiten. Und diese Wesen möchte ich dir gerne vorstellen, denn mit diesen Wesen Kontakt zu knüpfen bedeutet, so wie in einer anderen Welt durch eine Dimension hindurchzugehen. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen, mein allerliebster Mensch. Gebe mir ein inneres Ja, wenn du dazu bereit bist. Und so fühle ich deine Absicht und ich trage deine Seele ganz behutsam und liebevoll nach unten. Das Dimensionstor öffnet sich. Und vielleicht spürst du den Ruf, vielleicht spürst du die Resonanz, welche dich jetzt trägt. Und schon ist es möglich, die ersten Wesen wahrzunehmen. Sie empfangen dich mit ihrer tiefsten Liebe und in großer Freude, denn sie benötigen Unterstützung und diese kannst du jetzt überbringen, allein mit deinem Licht und mit deiner Liebe. Bringst du Kraft und Stärke zu diesen Wesen und sie legen nun deinen Fokus darauf, dass dein Licht in das Erdgitternetz einfließen darf. Und schon strömen goldene Strahlen aus deinem göttlichen Feuer, voller Liebe und Achtsamkeit in dieses Netz. Die Wellen verbreiten sich wie Funken der Liebe, wie Funken des Friedens und der Kraft. Spüre diese Energie und spüre auch die Freude. Die Freude der Naturwesen und meine Freude. Denn es ist wunderschön, dass ich heute so mit dir arbeiten darf. Und schon bald dürftest du eine Leichtigkeit fühlen, eine Leichtigkeit, welche dich beflügelt. Und diese Leichtigkeit trägt dich nach oben, ganz hoch hinaus. Sie trägt dich nach oben und dein Blick
geht von oben auf die Erde hinunter und du siehst die Schönheit des blauen Planetens, die Schönheit von Lady Cheyenne, spürst die Wärme der Sonne und immer noch sprühen die Funken deines Lichtes und deiner Liebe. Sie hüllen die Erde ein und ein goldener Schimmer legt sich um deine geliebte Erde. Ein goldener Schimmer des Lichtes und der Liebe. So lasse dich tragen vom Wind und von der Sonne. Spüre, dass du hier überall dazugehörst. Ein Teil davon bist. Und dann schwebe in deiner Zeit wieder in dein Herz zurück, in das Hier und Jetzt, in das Hier und Jetzt in deinen Raum. Mit dem Wissen, heute für das Große und Ganze gewirkt zu haben, heute ganz eng mit Sanat Kumara verbunden gewesen zu sein. Um zu fühlen, wie du selbst ein wenig mehr Licht, ein wenig mehr Strahlung und Ausdehnung erhalten hast. Und so leuchtet das Gitternetz der Liebe in neuer Kraft. Dank dir, dank deinem Wirken. Und so sage ich, Sanat Kumara, in der tiefsten Liebe meines Herzens an Anascha zu dir. Ja, meine Lieben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und danke, dass ich für dich channeln durfte. Danke, dass ich diese Botschaft mit dir teilen durfte. Tschüss!